So, was geht, Leute? Hier ist Maschine auf Marsch Games TV und wir spielen mal The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone. Das erste kostenpflichtige DLC von The Witcher 3. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Spiel wird. Das Spiel sollte ungefähr 10 Stunden Story haben. Oder vielleicht dazu auch die Nebenaktivitäten. Bin mal gespannt. Ich hoffe, es wird so lange dauern wie möglich. Nichtsdestotrotz will ich natürlich unbedingt Spaß haben und euch das auch zeigen. Und damit alles gut wird. So. Ich habe bis jetzt 40 Folgen von The Witcher 3 gemacht. Also von den Hauptstory. Und von dem Hauptspiel. Aber nichtsdestotrotz, das sind, glaube ich, sozusagen Nebenmissionen. Sozusagen eine Nebengeschichte von Geralt. Aber kann natürlich passieren, dass auch die Sachen, die in der Hauptstory gemacht worden sind, können natürlich auch in diesen DLC, ja, kommen natürlich, ne? Ja. Zur Info, ich habe jetzt mal meine andere, anderen Account genommen von The Witcher. Das ist, glaube ich, von den ersten, von der ersten Kampagne, die ich gut durchgespielt habe, ne? Weil ich habe ja neu begonnen, als ich das angefangen habe bei YouTube, auf YouTube aufzunehmen und hochzuladen. Na, ja. Und deswegen war das so, dass ich halt, was wollte ich denn sagen? Dass ich diese tolle Ausrüstung hier habe. Das ist die Bären, Hexer-Bären-Ausrüstung. Und die ist natürlich hammergeil. Also ich finde, das ist die beste Ausrüstung im Spiel. Natürlich kann die Wolf-Hexer-Ausrüstung besser werden. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen den Anschlagbrett beim 7 Katzen ansehen. So, da würde ich mal sagen, lasst mal Plätze. Wir gehen mal. Ich gucke doch mal, ob alles so ist, wie ich das möchte. Oh oh. So, kurze. Ja, oh, ist okay. Ne, ich habe nur kurz auf meinem Bildschirm geguckt, ob das Kommentar und ob der Spielton überhaupt sich aufnimmt. Aber ist alles gut. Wir müssen 900 Meter reiten. Alter Schwede, warte kurz, da ist doch, da war doch eine Markierung. Ich habe jetzt doch keinen Bock, 900 Meter zu reiten. Das musste irgendwo hier sein und da ist es. Ich glaube, viele von euch merken es gar nicht, aber das ist schon mal ein neues Gebiet für The Witcher 3. Hearts of Stone natürlich. Ja, das ist die Map von normalen Spiel von The Witcher 3. Ne, wie ihr seht, ist es schon ganz schön groß und so weiter und so fort. Ne? Und was wir jetzt Neues bekommen haben, das ist quasi, ich glaube, Chateau Fraiche. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, war schon neu. Martis Foliehof. Und hier haben wir ein erstes Anschlagbrett. Und das ist quasi das, was hier ist. Was wir hier sehen, ist freigeschaltet worden. Aber wir wollen jetzt zu 7 Katzen. Und da gucken wir uns mal den Anschlagbrett an. Und da können wir eigentlich mit der neuen Geschichte beginnen. Von Geralt? Ne, von Geralt von Riva. Nicht von Riva. Ne, nicht von Geralt von Riva, sondern Geralt von Riva. Ja, okay. So, da sind wir. Ach, hier müssen wir uns einmal ansehen. Gerd, wer ist Gerd? Okay, benutzen. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Aha. Du suchst einen Hexer. Sehr interessant. Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich. Hockt in der Kanalisation.
Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everek. Der ist der Auftraggeber. Olgierd von Everek? Na gut. Na gut, wir nehmen einfach mal alles. Alles. Und wir suchen jetzt den mal Olgierd von Everek wegen den Auftrags auf. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal einfach die schnellreißende Markierung. Und das ist was. Oh, hier. Na gut, okay, dann gehen wir mal Chateau Frisch. Ist noch was sonst hier? Sonst ist gar nichts. Na gut, dann gehen wir mal nach Chateau Frisch, wenn ich das jetzt richtig wieder ausgesprochen habe. Und da gucken wir mal, was da jetzt passiert so. So. Oh ja, ja. Ich dachte, ich werde gerade angezündet. Und da sehen wir schon mal, da leuchtet es was Schönes. Und das ist wahrscheinlich der Novigrad. Ja, das ist Novigrad wahrscheinlich. Aber wir wollen jetzt zu diesen Olgierd reiten. Scheiß auf die alten Gebiete. Wie gesagt, wenn ich mal mit dem neuen DLC fertig bin, dann vielleicht mache ich mal weiter der Witcher 3 Wild Hunt. Also das Hauptspiel. Ich verspreche es nicht, weil in circa 10 Tagen kommt Assassin's Creed Syndicate raus und das will ich natürlich euch auch mal zeigen. Aber bevor das alles passiert, will ich natürlich fertig sein mit The Witcher 3 Hearts of Stone. Mann, da fuck, Alter. Zu viel Namen. Oh, das ist schon, sieht ja ganz anders aus. Aha. Da also. Na, dann lasst uns mal zu diesen Olgierd fahren. Reiten, nicht fahren. Der blöde, du kennst den Kaiser aus Nilfgaard, kann nicht mal sonst wo. Ah, okay. Also sind die schon gegen den Kaiser. Ha, interessant. Was jetzt passiert? Was wollen die von uns? Ein typischer Hexerauftrag, der natürlich nicht normal enden kann. Ich kenne deine Visage nicht. Was willst du? Ich suche Olgierd von Everek. Ah, der ist drinnen. Das ist schön, das ist schön. Oh, Headshot, Baby! Du bist aber gut. Ist das Olgierd? Oh. Olgierd von Everek. Den suche ich. Hier ist keiner, der so heißt. Ach, wirklich. Und was ist das für eine Truppe? Wie sieht sie denn aus? Eine Bande Halsabschneider oder ein Trupp ehemaliger Soldaten, die Glück hatten? Ach, aber da irrst du dich leider. Denn wir sind Söhne von Adeligen. Alle. Und Töchter. Aha. Die sich gegenseitig ficken, oder was? Wer ihr genau seid? Die Freie Armee Redaniens. Man nennt uns die Wilden, wegen des Wildschweins im Wappen. Aha. Man sagte mir, ich würde Olgierd von Everek hier finden. Da hat dich einer verarscht, Bruder. Das glaube ich nicht. Und den Hexer sollst du nicht verarschen, mein Freund. Vielleicht einspringen und mir helfen, Bruder. Oh ja. Irgendwas sagt mir, dass wir nicht die gleiche Mutter haben. Oh. Na gut, dann. Lieber nicht beleidigen, mein Freund. Ich bin Olgierd. Sag mir, was dich herführt. Nein, nein. Ich bin... Oh, Mann. Du von wegen. Ich bin Olgierd. Oh, ich würde das schon ausrasten, Alter. Ihr seid umwerfend und ich würde gerne mit euch lachen. Aber die Zeit drängt. Holla, nun wird er aber ernst. Das Monster in der Kanalisation. Olgierd von Everek soll eine Belohnung ausgeschrieben haben. Der war die ganze Zeit schon ernst.
Ist doch klar, als Hexer. Ja. Wieso? Ihr habt keine Gefühle mehr. Darum seid ihr so steif, als hättet ihr eine lange Pike im Arsch. Oh Mann, Alter, ich raste gleich aus. Na gut, Hexer, Schluss mit den Scherzen. Die sind ja auch nicht mehr die neuesten. Hast dich wacker geschlagen. Ja. Komm. Richtig gemobbt worden bin ich. Richtig gemobbt. Ah, na gut, ja, wo soll ich jetzt hin? Aua. Geralt von Riva. Dann hör mal her, Geralt von Riva. Wenn du Olgier triffst, musst du sein Interesse wecken. Interesse wecken? Aha. Er ist doch der mit dem Monsterproblem. Ja, aber er braucht dich nicht, um es zu töten. Wenn du diesen Auftrag willst, musst du seine Aufmerksamkeit erregen. Und er langweilt sich schnell. Aha. Oh, da war so, warum soll ich dieses Monster töten überhaupt? Meine Fresse, ey. Ja, Olgierd, dann mal los. Aha. Ataman, Herr, hier ist dein Gast. Weißt du, welche Statuen die besten Preise erzielen? Gottheiten, Königsbüsten und Akte. Und was haben wir hier? Ein nacktes Mädel. Auch nicht übel. Wie findest du sie? Gefällt mir. Vor allem die beiden Ovoide. Ein Scherz. Gut. Leute ohne Humor mag ich nicht. Langweilen mich zu Tode. Ah, Vorticelli mochte ich immer. Vorticelli? Was ist denn das für ein Ding? Block einhauchen konnte. Aber jetzt ist es wieder nur ein Stein. Ideal proportioniert, makellos. Schrecklich perfekt. Ja, sehr interessant, mein Freund. Leblos und langweilig wie ein Felsbrocken an der Straße. Na gut. Schon besser. Zumindest interessanter. Mhm. Na schön. Kommen wir endlich zur Sache. Doch gehen wir erst zu den anderen und erfrischen uns. Oh Mann. Warum muss man immer so ein Asi sein? Lang möge er leben. Lang lebe der Ataman. Boah, Alter, wie die abgehen. Alter Schwede. Kommt und trinkt mit uns. Tja, jetzt haben wir wohl keine Wahl mehr. Oh, saufen. Oh Mann, kann das gut enden? Bring uns Wein, Schätzchen. Und was zu knabbern. Richtiger König, jo. Aber lass uns mal fragen erstmal. Gibt es einen besonderen Anlass oder habt ihr nur Lust zu zechen? Jeder Anlass ist besonders. Heute ist es eine Namensgebung. Namensgebung? Die von Herodors neuem Säbel. Ich habe einen Namen für die Dame. Schöne Waffe, ich taufe dich. Traditiana. Na gut, der Auftrag. Wir machen mal ein bisschen leiser. Das Monster in der Kanalisation. Weißt du mehr darüber? Weiß nicht, was es ist. Nur, dass es tödlich ist. Es wäre mir egal gewesen, aber es hat meine Köchin gefressen. Oh. Die konnte wild zubereiten. Unvergleichlich. Und in der Kanalisation wollte sie Rehe schießen. Nein, sie ging mit ihrer Schwester oder... Köchin, Alter. ...im Jahrmarkt. Ist auch egal. Das blöde Huhn hat ihr erzählt, in der Kanalisation von Ochsenfurt säße eine Kröte, die ein verwunschener Prinz ist. Frauen. Für Prinzen warten sie knietief durch Scheiße. Willst du mich verarschen? Sie hat das geglaubt. Oh Mann. Sie ging runter und kehrte nicht zurück. Ja, was für ein Wunder. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Aber dieser Prinz interessiert mich auch. Oh. Hey, lasst sie in Ruhe. Ist so, Mann. Behandelt man so die Tochter des Hausherrn? Du scheiß Wichser. Tut mir leid. Wo waren wir? Ach ja, der Auftrag. Übernimmst du ihn? Reden wir über die Belohnung, mein Freund. Zuvor eine Formalität. Keine Sorge. Komm mit dem Kopf des Monsters wieder, dann darfst du mitnehmen, was du willst. Wie großzügig. Ich würde trotzdem lieber eine feste Summe vereinbaren. Na gut. Wie viel nimmst du? 300, 400 Kronen? 450. Gut. Und ein Andenken darfst du dir auch aussuchen. Na gut. Oha. Ich würde ja gerne mehr nehmen. Wunderbar. Bring mir seinen Kopf. Dann ist die Belohnung dein. Na gut, 72 Erfahrungspunkte. Und ich glaube, dieser Monster, das funktioniert irgendwie zu einfach hier. Und irgendwie glaube ich daran nicht, dass es mit dem Frosch endet. Oder beziehungsweise mit dem Pritz. Ja? Was ist jetzt los? Hey du, Katzenauge! Oh, was willst du? Ich heiße Geralt. Aber ich nenne dich Katzenauge. Ist das ein Problem? Komm zur Sache. Ich habe ein Angebot. Vielleicht lukrativ, Katzenauge. Oh. Jemand hat meinen Kumpel Kloiwert getötet. Finde raus, wer es war. Dann schneid dem Arschloch den Kopf ab. Aha. Warum rächst du ihn nicht? Ihr scheint doch alle gern eure Säbel zu schwingen. Das tun wir. Wenn ich wüsste, wer Kloiwert erledigt hat, hätte ich ihn längst ausgeweidet. Ich weiß es aber nicht. Aber du, mit deinen Katzenaugen, siehst einiges mehr. Spür du ihn auf. Ich bin kein Auftragsmörder, Baby. Ich bin ein Hexer, kein Kopfgeldjäger. Du tötest doch ziemlich viele von denen, oder? Wenn sie es verdient haben. Und der Mörder meines Freundes hat es nicht verdient? Hör mir erst mal zu. Kloiwert hat mit Fistech gehandelt. Vor ein paar Tagen ist er nach Bogendorf geritten. Wegen einer Lieferung. Er kam nicht zurück. Warst du da? Hast du seine Leiche gesehen? Nein, aber Kloiwert war verdammt zuverlässig. Wir wollten uns treffen, er kam nicht. Kann nur bedeuten, dass er tot ist. Finde den Mistkerl, der das getan hat. Und töte ihn. Ich zahle gut. Ich überleg's mir. Kloiwert hat eine Narbe auf der Stirn, so ähnlich wie deine. Daran erkennst du ihn. Ich sag dir, ich überleg's mir. Weißt du was, Katzenauge? Ein Blick und ich weiß, wie jemand tickt. Du wirst tun, worum ich dich bitte. Da gehe ich jede Wette an. Ach ja. Triff mich in Ochsenfurt. In der Taverne zur Alchemie, auf dem Marktplatz. Frauen, okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir beenden diese Folge hier. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 World Hunt Hearts of Stone. Mach's gut. Bye, bye. Booyah.